100 people around the world that work in social innovation. This conference started in 2007. And just to say a little bit about what we can do in the conference, one of the projects I worked in 2009, I went for a village in Ghana. The name of the village is New Angola. And we stayed there for 2 months, working in a project to measure height and weight of children. UNICEF made a platform on the internet where you can get height and weight of children and make diagnostic of growth. But the problem, how you can get that height and weight in far, far away places, in like in places that are not close to the kids. So we produced a technology where it's kind of a table of 1.20 meters, where children can lay down or can sit down, and we can get with a sensor the weight, and after you can get a tape, and you can get the height. And send everything to the internet through a microcontroller, through SMS. So SMS in Africa is pretty cheap, so use that. So that's one example that what this network, what this technology, what this summit does. But, so that's one of the products I just told, the mobile child monitoring. So some slides about that. But this summit started 2007, and there was just summits, just July that happened, or just in December, just 1 month summit, 2 month summit. And one of the problems that we work about social impact is how can you keep the continuity of the project, how you keep the project going and project coming and keep going. And from this moment, IDDS became IDIN. They call International Development Innovation Network, is a international network that work with this kind of project and become bigger than just the summit. And together with this, I like to say about how you can go up in the design process. So if you think about this summit, we work a lot with design to and design with. What I mean when I say design to, design with? When I say design to, so I get some pre-requirements, I talk to some people, I came into my place, and I produce the technology, and I make the project. And after I return and give the project. So I'm doing a design to someone. But when I tell about design with, I get people from the local, culture, and bring them to the design process to produce, to make the technology, to make the solution. And they also co-create the solution with us. So they create, we create the technology together. But I think the most impactful, the best way to regenerate impact is designed by, when we don't design together, but we teach the design tools, we teach the maker movement to people, and they can produce their own solutions. And we believe on that. And if you think on this way, together with the container idea, a lot of names start to come for our mind. So you think that we could do a place inside of a local area, in our case, in our favela, in our community, that could keep doing this project happening, that happened in the summit, or better than that, could do more projects, could instigate, could decrease the energy to produce more projects. So all this name came to our mind, tech space, hacker space, innovation center, fab labs, maker space, all these letters, and realize that what we need is some community space to make, to build whatever they want. What they want to build, right? Or better, what we want to build, because today I'm part of the same community, I live in the same community. So on this moment, I need to talk about this woman. So her name is Leah. She's the leader of the community where we work today. The name of the community is Vila Nova Esperança in Portuguese. We can call in English New Hope Village. It's a village of 600 people. 600 families, 3,000 people, and small village. And when we started to think about that idea, oh, how can we build this place inside of a favela, inside a community in São Paulo, that could support projects, that could instigate more projects? And
we realized, we started to talk to some favelas, with some community members, with some associations, some leaderships, and we met this. And today we say that they choose us to do the project and not we choose them to do the project, because we are the same, like we are on the same place. And she's a strong leader in this community. So here you can see the first sign inside the community. You already can see the roads behind. The roads, it's all the roads inside of the community like that. And so she has worked for the last 3 years, 2 years, sorry, for the last 10 years, being leader of the association of the community. And when we start to talk to her, the first time that I start to talk to her, we start to do some questions about, hey, how can we work together? Like, what do you like? And she started to say, I like handcrafts. The community members like handcrafts. The community members like learning by doing. But maybe what you can do, how you can keeping work, or you can have more ideas. And she said something about, maybe we could do a project incubator, because I talk a little bit about what he did, just briefly. And she said something about do new projects inside of the community, do greenhouse. They want to do an ecological village inside. So we keep it talking. And she came with the social technology center. Good. So the community already has an idea, the organization, that they want to do something similar about what people from outside want to do. So it's not something that just people from outside is coming and doing inside. So there is some synergy. There's some goals in the point of view. There's some visions that go to the same place. So we find a match, right? So there's the two sides that maybe has the same vision, is a little fuzzy yet, but maybe they can work together. But the good thing about start the center, and that's the logo of the centers, Innovation Center Vila Nova Esperança, it's how we start to do things. How we can give the first step to do something. And I can say that we spend 3 months, 4 months, just create a relationship before to do any hands-on activity, before build anything, before implement anything. And to do that, we did emails, maybe not. We did meetings, no. We did conversations, not a lot. I gave lectures, no, they don't care about lectures. I called them, no. One of like the main good ways to start to work in hands-on activities of them. What I mean with hands-on activities of them? Don't talk a lot about what you want to do. Don't make a lot of projects, but start to work together. People, when I say work, is work with hands-on activities, like do some things. And in this case, they have a big garden inside where they like to crops, they like to do what they got their food. And at least once a week or once or 2 weeks, we came to there and stayed together, then working. And okay, you have a heavy tool to do. Get the heavy tool to do, even if you are from outside. At the same time that we start to work with your body, with your hands, they start to realize that, oh, okay, this guy is doing the same thing than me. So he's not someone that's just coming and talk. Maybe I want to meet him better. And we start to create a relationship. We start to create a same level of talking. And when you do this kind of hands-on activity on them, we create two things that for me, it's the basic of any relationship. The basic of any solid project, that's the relationship and the empathy. So at the same time that we create relationship and they start to trust on us, and we start to be not them and not us, but we all together, we also can see empathy. We also can see better what the problems that we can start to work. Before to say anything about how we are going to do the project. So you guys are gonna realize that this project is very organic, and it wants to be very organic, very unique,
because need to get ownership on the community, need that ownership inside of the village, of the people where we work. But what should be our second step? So, okay, now that we work together, we create a relationship, we create empathy, we are a good, you know, a good network inside of the community. Should be more emails, meetings, conversation, letters to do things? No, again, we work as makers, we work as designers. So the second time, hands-on activity of us. So how's the best way to show what we have to show? Is doing things. So we start to do workshops inside the communities. How to build staff, how to build electronics, how to build mechanical things, how to build ideas where you can use post-its, how to build brainstormings and all that stuff, always doing things with the body. And the good thing about that, so that's one of the pictures about we did, in the picture of the middle, okay, we need to finalize with a barbecue, because they like this kind of party, and we like that party, it's always good to keep it, the energy growing. But the good thing, when we brought some hands-on activities from us, they kind of show test knowledge. One thing that I realized is that when you talk a lot in space, some space, maybe people don't have they are kind of shy, or they don't have the right open to show what they can do. But when you give a space to they work together, they can show. And maybe sometimes they don't know that they show. They don't know that they know. So you give that kind of space so where they can work and show that they know. And the second thing is about curiosity. Curiosity is the first step to get engagement, to get momentum for the next step. So after 3 Monate oder 5 Monate haben wir haben den ersten Schritt. Also wir brauchen jetzt einen Ort, um den Space zu bauen. Also, weiß jemand, kennt das Wort Kolbi? Kombi, das Volkswagen-Kombi. Man kann sehr viel davon in Brasilien sehen. Und es gibt einen Volkswagen-Kombi. Und wir haben der Makerspace in einer Garage gegründet. Jeden Tag kamen, das Volkswagen-Kombi geht raus, packt raus, und wir machen Zeugs drin. Und jeden Tag um fünf abends, das Volkswagen Kombi packt rein. Und deswegen müssen wir unserem Makerspace flexibel machen. So. Warum ist es gut? Weil wenn man das große Projekt macht und das verkauft, das wird nicht funktionieren, einfach ein Projekt zu vergeben. Deswegen projektieren wir und wir arbeiten zusammen in Projekte. Und als ihr sehen könnt, die gesamte Innovationszentrum ist auch ein Designprozess. Du siehst, dass es funktioniert. Das ist die nächste Stufe. Und wir haben auch nochmal Handkraft, Crochet, also Häkeln und Gemeinschaftsradio und Handarbeit. Okay. Bevor wir diese Workshops gemacht haben, haben wir den Platz renoviert und saniert. Als ich gesagt habe, das war eine Garage und die erste, ganz am Anfang, gab es ganz viel drin und dann gab es nichts mehr und dann viel mehr. Und eine interessante Sache ist, man spricht immer von Makerspace. Was machst du? Was soll ich bitte schön in meinen Makerspace reinpacken? Fragen die Leute meistens. Welche Technologieniveau wollen wir erreichen in der Makerspace? Und in meiner Meinung nach, nur die wichtigsten Sachen sollen drin sein. Die Gemeinschaft muss da reingehen und es muss denen gehören. Wenn man sehr viel da reinpackt, die Leute haben Angst, weil sie wissen nicht, wie sie das zu nutzen haben. Also sie sind
Aber wenn Sie fragen nach den Maschinen und Sie fragen nach den Werkzeugen, dann können wir. Wenn Sie danach fragen, dann können wir es kaufen. Wir hatten dann 3 Projekte. Also nur wirklich, was wir gebraucht haben, um zu öffnen. Und deswegen im Januar haben wir 2014 haben wir einen Space. Das ist weiß und da ist nichts. Das ist eine Tabelle, ein Tisch und ein bisschen Müll. Aber das wird auch verwertet. Wir haben Leute, die Workshops machen, also Handarbeit, wie vorhin erklärt. Leute, die eine Radio gegründet haben. Und dann haben wir gestartet, Workshops zu machen. Wir haben Workshops. Wir haben Workshops über eine Webseite, wo wir einen Projektor gebracht haben und wir haben ein paar Leute reingepackt und wir haben zu dritt und wir haben Zertifikate hergestellt und wir haben Workshops über Taschennähen, weil sie wollten wissen, wie man das macht. Und dann haben sie damit wollten sie arbeiten. Das ist ein Basic-Werkzeug, aber das ist nicht hoch-Hightech, aber damit können sie arbeiten. Und das ist Kelly. Das ist die erste Tasche, die sie jemals in ihrem Leben gemacht hat. Und sie kommt mehr und mehr und lernt, wie man Zeugs tut. Gut. Und wir haben weitere Workshops gemacht. Wir haben Workshops über Elektronik gemacht, wo wir die Leute in der Community gelehrt haben, wie man schweißt, wie man klebt, wie man Laternen macht, wie man Lichter macht, wie man Laternen in ein Velo macht. Wir haben etwas gemerkt. Wir müssen nur den Workshop aufmachen, diese eine Stunde im Workshop. Und der Makerspace ist nicht immer offen, der ist nur gewisse Stunden offen, wenn die Workshops sind. Und wir haben gemerkt, dass das passiert dann immer wieder und wir müssen den Space, wir müssen dann den Space 24 Stunden pro Tag aufmachen. Und wir brauchen dann die Leute dafür. Und wir haben dann diese Person gefunden, ist da ein Maker mit geschickten Händen. Und dann haben wir, als wir den Space aufgemacht haben für 24 Stunden im Tag, kamen neue Projekte rein und zum Beispiel neue Ideen kamen in den Space. Und wir können da sehen, dass hier sind noch mehr Projekte. Das funktioniert nicht so gut. Wir haben mehr Leute reingebracht. Nur um euch kurz etwas über dieses Projekt zu erzählen. Die meisten Favelas in Brasilien haben sehr schlechtes Internet und auch 3G ist ziemlich schlecht. Und diese Person weiß, wie man das quasi hacken kann. Die Internet-Konnektion von außen und der konnte dann eigene Antennen machen und das Internet reinbringen. Und wir haben das dann angefangen zu benutzen, um Radio auszustrahlen über drahtlose Signale, weil in Brasilien, wenn du ein Radio bauen willst, dann brauchst du eine Lizenz von der Regierung, das geht sehr lange. Und wenn man die 2,4 Gigahertz Frequenzband benutzt, dann braucht man keine Lizenz von der Regierung. Und dann haben wir angefangen, dieses Wireless zu verwenden
für. Und hier testen sie gerade ein paar Lautsprecher und versuchen das zu verteilen von diesem Computer. Und was dann passiert ist, und das ist ein weiteres Projekt, das ich mag, das sind sogenannte Mikrolanternen. Und es ist ziemlich einfach, das zu machen. Ihr könnt hier sehen, dass die meisten Projekte sehr einfach sind. Und das ist, was wir hier machen. Wir müssen vieles neu überlegen. Neu durchdenken vielleicht. Ah, so funktioniert das also. Und dieses Projekt ist günstig, es ist nachhaltig und es ist gut, weil jedes Mal, wenn so etwas passiert in diesem Innovationscenter, dann sieht man, was alle anderen verwenden. Und die ganze Schönheit daran ist, und dann kam jemand Junges rein und hat sein Projekt allen gezeigt und das hat sich dann verteilt und alle haben gesagt, ich möchte auch so eins bauen und das bringt die Technologie bringt die Leute in unserem Makerspace. Und da haben wir gemerkt, wir sollten vielleicht etwas 3D drucken oder wir sollten einen Lasercutter anschaffen. Es ist ein langsamer Prozess, es braucht Zeit, aber wir wissen, dass es passieren wird. Wir wissen, dass wir nach vorne gehen. Und hier haben wir ein Stereoradio, das haben sie auch angefangen zu bauen. Das ist eine große Box, und die haben teilweise ins Auto getan. Und das sind die Lautsprecher. Und das ist, Marcel ist sehr gut mit Holz und auch mit Elektronik. Und wir haben auch Technologie gebaut, um Technologie zu machen. Zum Beispiel haben wir eine Drehbank gebaut für Holz. Das ist eine Drehbank, eine Drechselbank sogar. Und wir haben angefangen, einfach ein Bohrer, einen Handbohrer zu benutzen. Und hier sieht man, wie man. Und man kann irgendwas machen aus Holz. Es ist einfach, so etwas zu bauen. Es ist einfach, solche Technologie zu bauen. Ich möchte es hier abschalten hier. Also. Okay, wir haben all das gebaut und wir haben dann realisiert, das Ganze hat angefangen mit einem Initialaufwand und eines unserer Ziele ist ein Businessmodell, das nicht wie eine NGO funktioniert, sondern ein Businessmodell, um diese ganze Sache herumzubauen. Und etwas, das sehr viel Eindruck gemacht hat, ist, dass wir kommen aus einem neuen Netzwerk, das wahnsinnig spannend war.
Und das ist das Bild. Und wir waren dann 2 Wochen in Berlin. Und in unserer Vision, wie können wir das mehr nachhaltig machen und nicht nur über diese NGOs nachdenken. Und wir haben da in Berlin sehr gute Verbindungen gemacht und mit Leuten gesprochen. Und wir wollten die Nachhaltigkeit, die wir zur Verfügung stellen, Brasilien ist eine der Länder mit der größten quasi Lohnschere zwischen den reichsten und den ärmsten Leuten. Und dann gibt es Leute, die auf der einen Seite der Straße leben, die haben einen Haufen Geld, die gehen aber nie in die Favelas, wo die armen Leute sind. Und sie kennen zwar diese Realität und sie wollen auch dafür zahlen, aber... Über Innovation. Wie können wir neue Technologie produzieren? Nicht für die 10%, die, so wie jetzt, aber für den anderen 90% der Welt. Und wir versuchen diese Kurse anzufangen. Also wir geben diese Kurse von diesen Kindern für die von der Hochschule, damit die Innovation auch in der Gemeinschaft bleibt. Unserem zweiten Challenge ist die Hightech-Teil. Wir haben einen Preis bekommen. Es wird unserem ersten Hightech-Lösung. Und die Frage ist, wie werden die Leute damit arbeiten? Wir haben schon Leute, aber wir wissen, dass es eine Herausforderung wird, um die Leute mit Rechnern arbeiten, also die zu lehren, wie sie mit Rechnern arbeiten. Und wir bekommen Lasercutter. Und es gibt ein dritter Teil. Wir brauchen ein größeres Space. Alles, was ich dir gezeigt habe, ich kann euch den Link schicken von unserem YouTube-Channel. Es ist viel. Und unser Platz ist klein. Und wir brauchen, Anfang des Jahres haben wir einen weiteren Platz gegenüber von unserem Platz. Aber das ist auch wieder zu klein geworden. Wir haben es gemietet. Wir brauchen Materialien, wir brauchen Werkzeuge, um neue Sachen zu bauen. Und nachdem wir die Gemeinschaft und die sind dann zu uns, wir haben mit der Gemeinschaft gekommen und sie sind gekommen und sie haben gesagt, hey, weißt du was? Ihr habt uns wirklich sehr viel gegeben. So, nimm diesen Platz hier und bau einen neuen Space. Und damit wirst du nicht mehr mieten. Warum willst du zahlen? Warum solltet ihr zahlen dafür, dass ihr Zeug für uns macht? Und wir haben dann versucht, wir sammeln Geld, um einen neuen Space zu bauen. Das ist ganz neu. Das ist in den letzten 2-3 Monaten passiert. Und wir haben ein Design. Wir haben eine Vision, das soll innerhalb der Gemeinschaft sein, Workshops zu machen. Wir haben Ideen und die gute Sache ist, weil sie mit der Idee von einem Gemeinschaftsplace und nicht einem Innovationszentrum. Es wird ein Gemeinschaftszentrum und die Innovationszentrum wird nur ein Teil davon und das wird verbunden. Und innerhalb von der Gemeinschaft werden Sachen gebaut und nicht außerhalb. Und sie verstehen wirklich, wie Innovation funktioniert. Was ich immer denke ist, wenn wir ganz am Anfang, wenn wir mit diesem Projekt gekommen wären, das wäre nie passiert. Weil es kommt von außerhalb. Die Leute selber haben keine Vision. Und deswegen, jeder kleine Schritt ist wichtig. Wichtiger als der Ergebnis ist der Prozess das Wichtigste. Weil wir bauen, das ist deren. Wir bauen Kenntnis. Wir zeigen, was wir gemeinsam machen können. Und um das zu zeigen, es gibt ein letztes Video.
Das ist der Space. Und wir haben angefangen zu arbeiten. Es gibt derzeit nichts. Es wird eine lange Arbeit, langen Weg. Gut. So, wir wissen, dass am Anfang wir werden eine neue Geschichte starten. Ich hoffe, dass in die Zukunft ich kann nochmal reden, und wir werden zumindest die Hälfte von diesem Bild, diesem Gebäude und das oder ein gesamtes Gebäude. Und ja, ich glaube, ich weiß, ich bin ein bisschen fertig, ein bisschen früh fertig, aber vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Zuerst vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Wenn ihr Fragen habt, bitte an die Mikrofonen gehen. Signal Hengel, haben wir Fragen vom IAC? Nein. Mit dem ersten Mikrofon. Hi, danke schön für den Vortrag. Ich wundere mich. Ihr habt tatsächlich. Die Leute haben nicht selber gespielt, ihr habt die geführt irgendwie. Oder, nee. Sie machen die Sachen selber. Also, was ich gezeigt habe, haben sie von allein gemacht. Das ist einfach so gewachsen. Wir geben denen nicht. Wir machen zwar Workshops, aber wir haben Workshops, wo wir irgendwas bauen. Also wir bauen irgendwas, das jeder kennt, so eine Tasche oder ein Stuhl oder eine Webseite und diese Sachen. Das sind Workshops. Mit diesen Kenntnissen fangen sie an, Projekte zu machen. Und wie viel bauen sie neu, das konstruktiv ist für die? Wie viel? So verglichen mit dem geführten Sachen. Ja, das ist circa so viel. Also die... Wir haben diese Technologie und die gute Sache ist, dass die Leute, die diese Technologie bauen, bauen dann selber die Workshops und es entwickelt sich. Ist die Antwort okay? Ja. Rechte Mikrofon. Hallo. Hi. Vielen herzlichen Dank für diesen Projekt, das ist sehr schön. Ich möchte wissen, ob ihr Kontakt habt mit anderen Spaces, wie zum Beispiel der Garoa Hackerspace oder Megemo Campus in Campinas. Nein, ich kenne diese Spaces nicht. Wir haben eine gute Verbindung. Wir können mit dem reden. In Rio de Janeiro, aber die zwei weiteren nicht. Ich möchte sehr gerne diese Verbindung haben, diesen Netzwerk haben. Es ist... Man ist eine Tür, um in der Gemeinschaft reinzukommen. Und das Harteste ist, eine Beziehung zu bauen mit den Leuten. Und das haben wir. Und jetzt wollen wir Partner, die Technologie kennen, die uns dann mit uns arbeiten können. Bitte zur Anarchist Village kommen. Wir werden einen Talk haben über Hackbases. Bitte kommt. Nochmal. Vielen Dank für einen sehr schönen Talk. Das war sehr nett. Ich habe noch eine Frage, die ein bisschen off-topic ist, also neben der Spur ist, aber manche Leute von uns im Westen, wir haben eine Idee von der, wir haben sehr viele Stereotypen. Könntest du bitte sagen, wie das normale Leben dieses Leute in der Favela ist, was sie tun? Wo bekommen sie ihr Einkommen her und solche Sachen? So, die meisten Leute, die in Favela arbeiten, das sind Mitarbeiter oder sie haben keinen formalen Job. Also, die sind Leute, die in Häusern arbeiten. Sie machen nicht. Also die,
Also sie machen einen Job hier, einen Job da, einen Job dort, Tag für Tag. Also nicht so viel über die Zukunft denken. Also ich brauche das Geld jetzt. Ich muss mein Essen morgen kaufen. Deswegen brauche ich das Geld. Das ist ziemlich weit. Die sind ziemlich weit weg von der Stadtzentrum, wo sie arbeiten. Und wo wir arbeiten, ist in. Das ist zwischen Cidade von São Paulo und Tauauan. Das ist genau in der Mitte. Das ist die Hauptstraße. Die Straße ist wirklich in der Mitte, die zwei große Städte. Es ist immer ein Problem. Wenn man nach São Paulo geht, die sagen, das ist nicht unser Problem. Es ist. Also, und beide Städte sagen, das ist immer ein Problem von der anderen Stadt. Und weil diese Trennung ist wirklich in Mitte von diesem Ding. Und das ist 2,5 Stunden entfernt von der Stadtmitte. Also die können 5 bis 6 Stunden pro Tag unterwegs sein wegen Traffic, um hin und her zu fahren vom Job. Viele Kinder. Ja, das sind circa die Sache. Du hast über die Einkommen gefragt. Zwischen 500 und 1.000 Euro. Ja, real. Das sind 200 US-Dollar. Zwischen 200 und 300 Dollar. Hinten links. Es ist ein super Projekt. Und ich bin sehr, sehr neugierig über, was du gesagt hast. Wegen der Antenne und der Radio. Deswegen, was schicken Sie dann? Was senden Sie dann? Haben Sie eine Station gebaut? Oder lass mal die gesamte Geschichte erklären. Diesen Typ, Marcio. Und er ist ruhig. Er ist sehr, sehr schüchtern. Aber ziemlich gut mit Zeugs zusammenhacken. Und er arbeitet im Norden des Landes. In eine Firma, die Internet, also ist ein Internet-Provider. Und Leute sind vom Norden im Süden gegangen, um ein besseres Leben zu bekommen. Und er hat alles vergessen. Und die Leute vergessen. Und als er nach Süden gekommen ist, hat er die ganzen Antennen mitgenommen. Und er hat gelebt in einem Favela, der hatte kein Internet, nichts. Und er hat gesagt, hey, ich weiß, wie man das zusammenhackt. Und deswegen hat er ein bisschen Holz, um den Rest der Antenne zu bauen. Und er hat das auf seinem Haus gebaut. Und er hat ein Signal bekommen. Und außerhalb hat er eine Wireless-Verbindung gefunden, die offen war. Und der hat dann gesprochen mit dem Typ davon. Der hat der Typ gefunden. Und sie haben die Verbindung für ihn geöffnet. Für ein bisschen im Monat, ein bisschen Datenvolumen. Und der zahlte 90 Real, also 20 Dollar, an dem Typ, um sein Internet zu haben, um eine Verbindung zu haben. Und dann hat er diese Verbindung innerhalb der Gemeinschaft geöffnet. Am Anfang war es nur seine Familie, aber dann er hat angefangen, das weiter zu verkaufen. Und wenn du in Favela arbeitest, wenn du Innovation suchst, guck nach zwei Sachen. Illegal Sachen. Das ist Gambiarra. Oder ein Frühstadionsprototyp. Und der hat diese Verbindung bekommen. Hey, der hat einen Markt. Wir haben ein Radio. Wie können wir diese Radio nutzen? Wir haben sehr viel Recherche gemacht über Radio und wir dachten ein bisschen Strom und drahtlose Verbindung, aber die Elektrizität wird auch geklaut. Und wir haben versucht, eine drahtlose Verbindung zu finden, aber es gibt, die nutzen Shoutcast, ich weiß nicht, ob irgendjemand hier das kennt. Man hat einen Server und man bringt das über den Wireless und die Leute können das aus dem Telefon zuhören, mit dem Radio. Aber wenn man auf einem Handy vom Handy denkt, also es muss ein Smartphone sein.
Und die Leute, die richtig innerhalb einer Favela sind, haben ein Smartphone. Aber außerhalb der Favela, die Leute haben, die haben sowas nicht. Und deswegen muss man das verteilen. Und wir haben, deswegen haben wir Lautsprecher gemacht, die wir Hotspots nennen. Und das war ein Prototyp, das wir getan haben. Mit Hotspots innerhalb der Favela, in jeder Ecke und mit ein bisschen Arduino hat man die, die Verbindung und dann bringt man einfach das Audio raus. Das ist cool, aber das funktioniert nicht für alle, weil wir haben nur die, die Leute, die Geld haben, die ein bisschen weniger, aber die Billy, die Armen, die gehen nicht raus von dem Haus. Sie gehen einfach nicht raus von dem Haus, weil jemand dir hilft. Und deswegen sind sie weit weg. Und die haben nur diesen FM-Radio, die richtig alt ist. Und deswegen nutzen wir den gleichen Hardware Pi, um einen FM-Signal zu erstellen, in einem kleinen Radius drumherum, in einem, damit es nicht illegal ist, also damit es nicht illegal ist, damit die Leute das auch empfangen können. Ja? Okay. Ich wundere mich, was ist der Ratio von Kinder zu Erwachsenen und Männer und Frauen, weil in Deutschland müssen so viele Leute, die Mittelleute arbeiten und haben keine Zeit für den Hackerspace und die in der Community Center oder in der Makerspace. Die meisten Leute, Frauen, also die Leute, die dort wohnen, sind meistens zwischen 20 und 30. Die Kinder haben sehr viel Kinder. Die Gemeinschaft ist ein bisschen jünger. Also circa 30 Jahre. Es ist nicht alt. Es ist keine alte Favela. Aber in der Innovation Zentrum, wir haben zwischen 12 und 16 Jahre alt, haben wir am meisten. Es gibt Frauen, es gibt Männer. Das ist circa das Gleiche, also 50-50. Aber das hängt ab. Aber manche Workshops sind wirklich für Erwachsene. 12 bis 16, sie mögen kommen und sie kriegen Energie und sie machen Zeugs. Aber sie machen nicht längerfristige Sachen. Sie machen keine langen Projekte mit. Die Erwachsenen, das ist schwieriger, die zu motivieren. Aber wenn sie motiviert sind, sie machen richtig längerfristige Projekte. Wie zum Beispiel diese Internetsache. Und deswegen machen wir nicht die Workshops für die Jugendlichen, wir machen die für Erwachsene, damit sie kommen. Und für die anderen, das ist ein Fall, das wächst zusammen. Ja, die Leute kommen und lernen und lernen und die Nummern, Zahlen, wie viele Leute? Ja, also zwischen Erwachsene und Kinder, wir haben ein Eltern für 3-4 Kinder. Okay? Are there any more questions? Weitere Fragen? None. Nein. Keine Fragen. Vielen herzlichen Dank, Michael Caves.